Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, als erstes wird mal hier unser Flug weggeräumt, dann wird unser LKW sicherlich mit Hafer wieder voll sein, dass wir da auch noch eine Ladung verkaufen können. Wäre ja dann sozusagen die dritte Ladung, die wir verkaufen. Ich würde fast meinen, wir machen drüben am Schweinehof das Lager leer mit dem Hafer. Und den lassen wir gleich mit hier drin stehen. Und den Hafer, den wir noch am Haupthof im Silo haben, den werden wir einfach behalten. Oder theoretisch können wir eigentlich, wenn wir es von Preis her alles hinkriegen, dass die große Nachfrage noch entsprechend lange bleibt. Eigentlich könnten wir noch alles verkaufen. Wir haben ja auf Feld 1 wieder Hafer angesät. So, unser Düngerstreuer ist durch, den können wir dann runterschicken auf Feld 10. Der muss natürlich vorher aufgefüllt werden. Aber erst fahren wir hier einen Hafer verkaufen, dann kommt der LKW zurück zum Beladen. In der Zeit fahren wir dann unseren Helfer runter auf Feld 10. So, dann müssen wir uns wieder einklemmen hier. Das haben wir gar nicht geguckt, aber es gab die 98.000 noch. Nicht, dass es dann wieder fällt auf 700, ich bin da geärgert. Ja, mit unserem Gras, da weiß ich nicht. Sag mal, in der gelben Stufe, ich denke mal, werde ich es nicht mähen. Ich denke mal, es ist ja immer noch so, dass mehr Ertrag ist, wenn ich es in dunkelorange mähe. Ne? Beim Gras ist das doch so. Aber die Orangstufe sollte man mindestens haben. Wie gesagt, hier sieht man das Unkraut, na gut, das Feld ist ja nicht angesät, aber das ist jetzt schon groß, das könnte man gar nicht mehr striegeln, das ginge nur noch zu spritzen. Ich weiß nicht, ob wir das Risiko eingehen wollen mit unserem Sojabohnen, ob wir sie schon ansehen bei 9 Grad. Weil die müssen ja auch noch reif werden, ne? Also zwei Ladungen Hafer sind hier noch dicke drin. So, dann wollten wir eigentlich hier unseren Helfer nehmen. Wo ist er? Dort hinten steht er. Relativ günstig, weil dann können wir gleich hier lang und nochmal Dünger zuladen.
Ja, und den Auto noch eine Beule dran gefahren. Ja. Fahren wir vorne die Straße runter am besten. So, und da werden wir den eigentlich da hier vorne auf der kurzen Seite ansetzen, oder? Setzen wir nicht mehr auf der langen an. Ja, es gibt dann sicherlich auch interessante andere Missionen dann, ne? Wenn wir natürlich die Düngermission auch noch machen. Müsste ja auch richtig was zu ernten sein. So, gucken wir mal, wie ihr das hinkriegt. Einmal runter, dann wieder wenden. Ja, da müsst ihr dann schon praktisch die Ecke hier zu haben oder erledigt haben. Aber das werden wir dann sehen. Am besten andersrum, denke ich mal. Hier ist der LKW, genau. So, gucken, ob es sich noch lohnt, loszufahren. Ja. Wieso will er schon fertig sein? Er kommt hier nicht zurecht dann, ne? Da müssen wir mal hier ein Vorgewende machen. Fahren wir hier schnell selber. Und dann schickt man halt auf lange Bahn hier drüben. Das eine Vorgewende, das reicht eigentlich zum Wenden. Da sollte er damit zurechtkommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es unten aussieht. Aber da müsste doch Wiese sein unten, ne? Auf der anderen Seite vom Feld. So, kann er ja weitermachen.
Dann sind wir schon zu weit gefahren. Bevor ich sagen wir mal gucken, dass der Preis auch geblieben ist. Ja, noch eine Ladung, dann haben wir dann die Million geknackt, ne? Aber was wir jetzt auch noch mal gucken werden, ist bei Seasons nach dem Wetterbericht. Also den ganzen Tag eigentlich, ja. Nicht viel wärmer werden. Sonne kommt nicht raus. Das ist die große Frage, ob wir das Risiko eingehen. Und dann halt am es ist in-game 10.40 Uhr, was weiß ich sag mal 14 Uhr in-game, 15 Uhr in-game, und das Risiko eingehen und einfach so ja anpflanzen. Oder ob wir noch einen Tag warten, weil heute werden wir es uns nicht ansehen können. Da bleibt die Schulter hängen hier. So, da ist das Silo gleich leer mit Hafer, da werden wir uns den Rest noch drüben holen. Bei der anderen Platzierung bauen Verkaufsstationen, so richtig gute Preise gibt es dort aber nicht, aber wie viel ist jetzt überhaupt noch drin? 147. Also fahren wir, machen wir die Ladung voll und fahren dann noch eine. Wenn sich der Preis bis dahin nicht ändert. Das ist natürlich vorausgesetzt. Dann werden wir auch noch mal gucken müssen, welche Tierversorgung
Nicht, dass wir da im roten Bereich geraten. So, nochmal schnell gucken. Denn wir haben doch schon mal so richtig wenig dann plötzlich abgegeben. Gleich bei Raps war das mal. So, 1 Million ist erstmal geknackt auf dem Konto. Und das sieht erstmal soweit gut aus. Dann wird es noch eine Ladung Hafer werden, die wir verkaufen. Ja, ich würde sagen, die eine Ladung Hafer, die werden wir dann wohl morgen verkaufen müssen, denn das soll es heute gewesen sein. Wie wir das mit Soja machen, das weiß ich auch noch nicht. Bin ich jetzt so richtig unschlüssig, ob wir wirklich warten, bis wir 10 Grad haben. Aber das, denke ich mal, werden wir dann vielleicht morgen in der Folge sehen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten, dann vielleicht bis morgen. Bis dahin und tschüss.